Sag mal einmal was. Wir können jetzt ja alles rausschneiden. Wir können alles rausschneiden, was scheiße ist. Wir sind heute mal wieder hier in unserer oder in meiner Werkstatt hier oder in meinem Bastelraum. Wir hatten einen Aufruf gestartet im RC Network Forum, was vielleicht nochmal Wünsche für kleine Videos, was wir machen sollen. Da haben wir jetzt hier mal so eine Liste, sonst haben wir immer keine Liste. Ne? Neu- und Weiterentwicklung Wörli, was gibt es für Strategien, Zielsetzungen? Hier war eine Sache, Neu- und Weiterentwicklung Wörli oder irgendwas anderes. Was gibt es für Fragen und Strategien? Ja, also Strategien, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sag mal für meine Verhältnisse irgendwie irgendwas besser zu machen. Das ist eigentlich die erste Strategie. Also wenn ich dran denke, mit den ersten Wörlis, wie wir angefangen haben. Auf dem ersten Wörli war, glaube ich, noch ein HM51 drauf. Das schlug wirklich gut, aber irgendwie ziemlich stumpf war. Das heißt, ein bisschen Wind und das ging nur noch rückwärts. Nächste Idee war dann damals zu sagen, okay, pass auf, ich mache das Profil einfach mal dünner. Da gibt es so ganz einfache Profilprogramme. Wenn ihr zum Beispiel auf der Seite von Abdrehfaktor mal guckt, da gibt es ein kleines Profilprogramm, wo ihr super Schneiderippensätze mitmachen könnt. Und da kann man auch die ganzen Profile drin verändern. Das heißt, ich kann die Dicke verändern, ich kann die Wölbung verändern. Das heißt, relativ einfach. Das heißt, das ist kein Hexenwerk. Man braucht da nicht irgendwelche großen Programme, die teuer sind. Manch einer hat mal damals geschrieben, ja, das kann nicht genug. Aber ich denke mal, für kostenlos kann es super was. Ganz ehrlich. Kann man auch zum Beispiel hier nochmal den Unterzug, oder das ist ja auch, Entschuldigung, das ist der Oberzug. Und den Unterzug ausdrucken, aufkleben auf ein Aluminiumblech oder sonst was, kann mir meine Schneiderippen selber machen. Ja, was gab es damals für Strategien? Also die eine Strategie war, ich wollte kostengünstig irgendwo ein Modell für mich selber bauen. Habe, muss ich sagen, 2007 das erste Mal Blut geleckt bei einem Wettbewerb. Wollte da mithalten. Und habe dann immer gesagt, ich muss es aber selber bauen, weil hat man sich Gedanken gemacht. Da hat man zum Beispiel solche Zeichnungen, habe ich dann solche Zeichnungen gemacht, habe dann mir gesagt, okay, pass auf, mal mir mal einen Rumpf auf, wie könnte der aussehen, passen die Servos rein, alles noch mit der Hand, nicht CAD gezeichnet, also mit dem Computer. Man kann auch vieles einfach mit einem Stück Papier machen, da braucht man nicht viel für. Ja, daraus ist dann irgendwann diese Wörli-Serie entstanden. Dann habe ich den Björn Schürmann auf dem Wettbewerb in Herten kennengelernt und der hatte ein neues Profil für einen F3K. Wir sind so zusammengekommen. Ich habe das mal gebaut, habe dann aber festgestellt, das lief ganz prima. Nach 10 Meter Höhenverlust, super gut. War thermisch aber nicht so gut. Mit ihm hin und her diskutiert. Dann hat er das Profil wieder geändert. Dann lief es besser, aber ich stieg gar nicht mehr vernünftig. Und daraus ist dann irgendwann diese Profilserie Wörli 6 entstanden. Ich denke mal, ebenso haben auch solche Leute wie der Gerald Taylor diese Zone V2 oder Synergy. Denn das Zone V1 war auch nicht so der Renner. Das habe ich auch mal gebaut, das war auch nicht so dolle. Was sind dann da für Ideen rausgekommen? Ja, was macht man? Man vergrößert die Flügel, man verkleinert die Flügel. Ich habe hier zum Beispiel mal so Ideen dann für Leitwerke gemacht. Mittlerweile versuche ich auch CAD zu zeichnen. Weil wir werden demnächst noch ein Video machen über bisschen fräsen. Wir haben letzte Woche nochmal, wir hatten das schon mal, diese Zeichnung. Das ist unsere Skizzenzeichnung für F5K, als der Günther hier war. Das werden wir auch verfolgen. Also das heißt, so Leitwerkstheorien mit, sagen wir mal, Seitenruder nur aufs Höhenruder gesetzt oder Höhenruder davor gesetzt und Seitenruder darunter. Weil man muss auch sehen, dass das auch beim Landen vernünftig ist. Gleichzeitig das Höhenleitwerk hier zum Beispiel immer den Nachteil, wenn nicht das Gras hoch ist, das Höhenleitwerk vielleicht gleich abschert. Wenn ich das auf den Pylon setze und etwas unten das Seitenruder rausgucken lasse, ist es mehr geschützt. Also muss man mal sehen, was da so kommt. Ich weiß nicht, manch einer kennt vielleicht den Begriff die gelbe Gefahr. Das war mal, was heißt war mal, den gibt es immer noch, den Flieger, aber nicht mehr bei mir. Habe ich aber 7 Jahre auf Wettbewerben geflogen. Das war ein Modell, was nicht gegen Wind vernünftig lief oder nicht sehr gut, sagen wir mal so, aber stieg wie die gesenkte Sau. Da habe ich dann zum Beispiel Folgendes gemacht, habe dann einfach ein Profil genommen und habe das in dem hinteren Bereich etwas aufgedickt. Das heißt, das ist handgezeichnet, hat fantastische Flugeigenschaften. Wenn kein Wind ist, muss ich dazu sagen. Man kann es auch nicht so hoch werfen, aber thermisch ein Gedicht.
der Flieger. So, also so sind so die Strategien zu sagen, so, wo will ich hin? Das heißt, ich habe Versuch und Irrtum. Ich bin kein Mensch. So, ich lade mir bestimmte Programme runter, berechne den Flieger und baue den dann. Aber auch da bin ich der Meinung, dass das auch nicht immer alles super wird. Also das heißt, es ist hier wirklich handmade noch. Made in Germany, handmade. Oder wie nennt man das, Norbert? Ich weiß nicht, ja, ne, so. Ja, ich glaube, das ist ganz viel aus Erfahrung, was du machst. Ja, hast. Erfahrung, also, ist auch da, ein bisschen. Und das frage ich mich tatsächlich, wo lernt man denn, wie Profile sich verhalten? Also ausprobieren. Muss man da Fachbücher lesen? Ja, man kann natürlich ein bisschen Fachbücher lesen. Also wie gesagt, ich hatte schon mal gesagt, ich komme ein bisschen aus der Großfliegerei. Wenn man da guckt, diese Profilentwicklung. Aber mittlerweile ist auch alles in diesen Profilentwicklungen irgendwo über Windkanäle und so weiter. Früher hat man vieles einfach nur berechnet. Ich strich auf dem Papier. Ich glaube, dieses Clark-Y-Profil, was es heute immer noch gibt und was vielfach unterschätzt wird, glaube ich, also ist, denke ich mal, auch handgerechnet worden, denke ich mal, und Versuch, und man wird klug oder nicht klug, und so agiere ich auch. Es könnte sein, dass man, wenn man das mit Computer macht, ich weiß, dass viele Modelle, die heute auf dem Markt sind, natürlich irgendwelchen Computermodellen entsprechen, ausgerechnet worden, und die fliegen ja auch super, gar keine Frage. Aber wenn man selber was machen will, sollte man sich wirklich vielleicht in den einschlägigen Foren, zum Beispiel eben RC-Groups, wo dort zum Beispiel der Gerard Taylor viel über seine Profile schreibt. In unserem Forum wird wenig über Profile geschrieben, weil wenig Deutsche, ich sag mal wenig oder wenig Leute, die irgendein Profil entwickeln, das auch herausgeben, sag ich mal so. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so eine... Ich habe so das Gefühl, dass es eine deutsche Problematik ist, irgendwas herzugeben. Wenn ich irgendwas kann, muss ich das nicht hergeben. Es gibt andere Leute, wie zum Beispiel der Marc Drehler, der den ersten vernünftigen Flieger in F3K publiziert hat. Das heißt, sprich Zeichnungen rausgegeben, Profile rausgegeben hat und. Diese ganze AG-Serie, der das also veröffentlicht hat, finde ich super. Ich sag mal, die Formen gleichen sich alle an. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Bei den Rümpfen muss man gucken, dass da die, ich sag mal, die Querschnitte von so einem Rumpf, dass die Komponenten da reinpassen. Muss man auch, kann man sich die Komponenten erstmal alle aufmalen, aufzeichnen und dann den Rumpf machen. Zu den Urmodellen, ja, kann ich nur sagen, war auch hier in diesem Fall der hintere Bereich war ein konisches Rohr von einem, also vom Walkingstock. Und der Rest hat sich dann irgendwo ergeben in ein Holzmodell. Abspachteln, Form machen. So, da ist der Rumpfform dann, diese Rumpfform mal entstanden. Ich habe noch ein zweites Urmodell fertig, aber ich kriege da im Moment keine Form gebaut, aus zeitlichen Gründen. Ich habe viele Modelle gebaut, die nicht geflogen sind vernünftig. Also wir hatten mal zum Beispiel einen Wurley 4 gebaut hier, der flog, aber irgendwie eine Krücke. Und ich habe dazwischen noch mal zwei gebaut, die waren auch nichts. Und dann gab es wieder welche, die waren sehr gut. Und ich sage mal, die letzten beiden waren eigentlich, ihr habt ja vielleicht schon mal gelesen, Wurley 7 habe ich auch mal gebaut. Da hat der Björn auch ein extra Profil für gemacht, für einen ganz schlanken Flügel. Aber da hatten wir dann andere Probleme mit Festigkeit, Flattern und. Und sehr schwerfällig zu bauen, das Ding. Die Dinge, die ich mache, sind meist nachmachbar, das ist der Punkt. Wir haben ja viele Zuschriften bekommen, auch über die Bauweise, wo dann nicht F3K, sondern auch andere Modelle gebaut worden sind, die damit dann echt klar kamen. Da muss ich auch nochmal schönen Dank an die Leser und Zuschauer. Die Zuschriften sind auch immer sehr positiv für das, was wir machen. Ich habe mal eine Zuschrift bekommen, die hat Norbert da nicht bekommen. Da hat mir einer aus irgendwie aus dem Raum München geschrieben, der irgendwelche Videos für Oldtimer-Sendungen macht und fand das also sehr professionell. Ja, schönen Abend noch und bis denne. Sehr gut. Das war natürlich Werbung für den Wörlin.